Juhu, ein neues Resident Evil Let's Play, und zwar Resident Evil Revelations 2. Und für die, wo jetzt gleich sagen, du hast heute den ersten Teil nicht gespielt. Ich habe den gespielt, nicht durch, aber vielleicht kommt das noch. Und aus den Revelations 1, ich mag Revelations 1 nicht. Viele mögen das, ich nicht. Da bevorzuge ich echt, oh, jetzt mache ich mir gleich mega viele Feinde. Ich bevorzuge Resident Evil 6 vor Resident Evil Revelations. Und das nicht nur, weil Resident Evil 6 in der Hauptrolle ist, nein, bei Revelations war es zumindest für den Teil, wo ich gespielt habe, war es dann irgendwie, ja, du bist einfach im Schiff rumgelaufen und musstest selber herausfinden, wo du hin musst. Das fand ich so scheiße. Das war dann so mega lame. Aber Revelations 2 habe ich kurz mal von einem Jahr oder so mal gespielt, auf normal, und das war echt die Hölle. Also das macht echt einen großen Unterschied, deswegen werde ich es auf leicht spielen. Aber in Revelations 2 geht es um Claire Redfield und Moira Burton, die Tochter von Barry Burton aus dem ersten Teil. Ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant, und ich würde sagen, wir starten. Resident Evil. Ja. Ja, das wäre noch der... Resident Evil 8 kommt ja in ein paar Monaten raus, also in 2 Monaten, und ja, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Resident Evil Teile spielen, also angefangen mit Resident Evil Revelations 2, will aber noch Code Veronica spielen, also das steht schon mal auf meinem Plan, bevor Resident Evil 8 rauskommt. Aber es gibt auch noch The Evil Within, das kann ich auch noch spielen, also ich habe auf jeden Fall noch was zu tun, bevor Resident Evil 8 beginnt. Und Evil Within ist, glaube ich, von den Machern von Resident Evil, als es noch Horror war, ne? Ich glaube. Und jetzt, warte. Ja, ihr kennt mich. Ich muss es auf Englisch spielen, sorry. Ich mag die deutsche Synchro nicht. Die ist meist, also, okay, die war jetzt hinten, ja, Klappe. Ich spiele den Raid-Modus nicht. Ja, ich würde es einfach auf Englisch spielen. Ja, es gibt doch auf jeden Fall auch ein Koop-Spiel. Da habe ich mich erst mal überlegt, ob ich vielleicht doch warte, aber nö. Nein, nein! Hauptsache, ich will auf Start gehen und es geht auf Koop-Spiel. Ja, einfach. So. Episode 1. Panel Colony. In der Strafkolonie. Ja, das muss ich jetzt wohl spielen. Moment mal. Das ist aber... Nee, ich habe die gespeicherten Daten nicht mehr. Bioterror. The world lives with it. You live with it. Viruses are stolen, re-engineered, misused with tragic results. And who are you supposed to trust? Politicians who sell their souls for a few votes? CEOs who betray consumers for a quick buck? Count on us instead. We're above the politics, always watching, always ready to face the threat head on. We are the unflinching mob that sops up the evils of bioterrorism and chemical warfare. They call us TerraSave. Because Terra doesn't have to end with a wrist. Hey guys. Redfield. Oh, hi Claire. Hey Claire. Moira. Welcome to the club. Reporting for duty, Ms. Redfield. When do the hazing start? Cut it out. We've been friends for how long? Long enough that I'm allowed to give you shit. Claire, could you, What's up, Neil? Something's going down in Washington. Did you hear anything? What, the new virus? Come on. You know Tricell's history, right? Hey,
Hastings girl? Yep, Moira started today. But you've got to be careful if you're going to mention her. Her dad? Oh, yeah. Emotional minefield. Okay. You did your homework. What other horrible invasions of privacy have you gotten there? Hey, I gotta look out for Terrace. We have our enemies. Anyway, good luck breaking her in. She's not a horse. Bye. Uh-oh. What'd he do this time? Fucking Barry. Every time I ask him anything, he pushes back. I wouldn't even be here if I listened to Was ein Anfang. Wer sind diese Leute? Warum haben sie uns entführt? Und warum Geralt Claire Redfield? Naja, damit sie nicht in Resident Evil 6 vorkommt, aber... Nein, es gibt bestimmt noch einen anderen Grund. Was mich auch echt interessiert hätte, wäre, oder was überhaupt dann nach dem zweiten Teil passiert ist mit Leon, Claire und Sherry. Ich meine, Sherry hat man dann im sechsten wieder gesehen, aber man hat nie wirklich was erfahren, was direkt danach passiert ist. Das finde ich echt schade. Das hätte ich echt gerne herausgefunden. Oder. Ja. Okay, man rennt so. Also das haben sie. Hallo. Don't worry. I'm gonna get you out of there right now. Lululululu. Moira, are you okay? Did they hurt you? Claire. Oh, I think that's... Hey, take it. I mean, what in a moist barrel of foxes? Oh, Claire, I just want to go home. Fliehen Sie aus der Anlage. Wo sind wir hier? None of this makes any sense. What did we do? Wish I could tell you. Ja, warte mal kurz. Mit der Steuerung komme ich gerade echt nicht zurecht. Das ist ja mal richtig kacke. Moment mal, kann ich das einstellen? Warte, Steuerungsschema. Ja, mal laufen. Ich will eigentlich nur wegen dem Rennen. Warte mal, sprinten? Nein. Nein, ich will nicht LX. Ach, weißt du was, ich lasse es einfach so. Ich finde es halt kacke. Was geht jetzt ab? Okay. So messed up.
Und im fünften war es dann halt wenigstens so, dass ich mit dem linken Stick noch die Steuerung dann die Steuerung noch die Kamera bewegen konnte. Aber hier ist es ja jetzt im rechten Stick und dann ist auch noch nach vorne und X. Oder kann ich auch irgendwie anders rennen? Nein. Ja, das ist scheiße. Dann komme ich ja gar nicht zurecht. Naja. Mal gucken. Wir schauen mal. Ich habe ja sowieso gesagt, dass ich Revelations 2 dann auch noch spielen will. Was? Did you hear that? Ach, du bist noch. Okay, dir geht's gut. Na, jetzt wohl nicht mehr nach dem Schrei. Nein, hier ist niemand mehr. Yeah, what the fuck, right? Das wollte ich gerade auch sagen. Ein Messer. This could come in handy. Ja, stimmt, die hatten ja andere und unterschiedliche Waffen dann. Ach so, ja, okay, ich weiß, wie es weitergeht. I think there's a way through on the other side of the glass. Fuck. So. Zack. Durch sind wir. Warte. Geht hier noch was rum? Oh, ich kann sogar sneaken. I think we can squeeze under this. Give me a hand, Moira. Go! Das war ja auch das erste Resident Evil, was ich wirklich gespielt habe. Und ich habe, weiß gar nicht, wie weit ich gespielt habe. Wow. Was zu? Holy. Geh weg. Ich weiß nicht, was du bist. Du bist auf jeden Fall kein Zombie. Ich hab dadurch Schaden bekommen. Sehe ich auch irgendwo, ob ich gesund, Warnung oder auf Ding bin? Wie heißt Gefahr? Das würde ich jetzt echt gerne wissen. Da schon wieder rumgeschrien. Ja. Na los jetzt doch. Ich brauch Kräuter. Ja, ihr habt viel Spaß da zur Zeit. Ja, das ist nicht mein Problem jetzt. Ja. Wuhu. Gib mir das her. Das bringt mir doch so noch gar nichts. Das grüne Kraut. Ja, ich weiß, wie man es benutzt. Oder zumindest kann ich mir das denken. Ja, ich will es doch nicht benutzen. Ich kann es doch bestimmt kombinieren. Da? Wie, ich kann das nicht kombinieren? Hä, was ist das denn für ein Scheiß? Kann man das jetzt nicht mehr kombinieren? Hä? Okay, ich verstehe jetzt. Ich verstehe das jetzt nicht. Ich verstehe auch nicht, für was jetzt dieser Raum hier jetzt war. Oh, warte. Und dann kann ich hier was machen. Ah. Ja, dann benutze ich es halt, aber ich weiß jetzt nicht, für was das jetzt bringt. Hallo. Hallo. Ich benutze es. Ich drücke auf R1. Hä? Darf ich mich jetzt? Oh, danke. Okay, da können. Okay.
Also ich glaube, ich bin sogar dann rausgekommen und dann habe ich es nicht mehr weitergespielt. Weil es mir, glaube ich, dann zu schwer war auf normal. Deswegen mache ich es jetzt auf leicht. Was? Warte mal kurz. Ah. Ah, hast du die Schlüssel? Na. Ah. Wer öffnet da die ganzen elektronischen Schlösser? Aber ich glaube, gibt es hier Schreibmaschinen, wo man speichern muss? Im ersten gab es das, also in Revelations 1 gab es das, soweit ich weiß, nicht. Also denke ich hier mal auch nicht. Aber ich glaube eigentlich, die Revelations-Zahlen werden doch von gleichen machen, haben wir mal gemacht, ne? Es gab ja bei Capcom Leute, die an Resident Evil 6 gearbeitet haben und Leute, die an Resident Evil Revelations 2 gearbeitet haben. Lululu, wo sind die Schlüssel denn? Alright, we made it. Key's over there. Das wird bestimmt einfach, jetzt die zu hören. Gott. Was bist du denn? Nichts Gutes. Hol die Schlüssel, Claire. Was? Ah. Damit kann ich oben gehen. It could be anywhere. It's too dark to see. Shine the light around. Ich sehe ihn. Ich sehe den Schlüssel. Claire, I see the key. It's out of reach. Let me try shooting it down. Oh mein Gott. Oh, fuck this shit. Das hat mich gerade mehr als alles andere erschrocken. Gib mir den Schuss. Oh oh. Oh oh. Ha 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 ha. Ha ha. Nee. Nee, nee, nee. Nein! Ich muss den töten. Kann ich sagen auch nicht. Der kann jetzt da hochklettern. Haha. Ja, wieder ganz zurück, oder? Ja, ich denke schon. Wieso wird mir das jetzt angezeigt? Oder da drin liegt grünes Kraut. Das will ich mitnehmen. Deswegen. Deswegen wird mir angezeigt, wie ich ausweiche. Ja, ich drück's und es passiert nichts, oder was? Mist. Was ist das denn für ein Mist, ey? Tschüss. Wo schnell ist eigentlich? Okay, die kommt durch. Doch nicht. Die kommen aus den Zellen raus. Da oben war doch das, wo ich das jetzt einsetzen muss, oder? Oder bin ich jetzt gerade einfach nur blöd? Nee. Tatsächlich bin ich nicht blöd. Boah, geil. Mit zwei Schuss. Oh yeah. Ich wollte eigentlich keinen Schuss dafür verschwenden, aber ja. Deshalb hat mich da so genervt, dass sie da keine Pistole wollte.
Was? Ah. Da ist was. Da ist was. I think there's something shiny there, but I can't make it out. Ich habe Pistolenschuss gefunden. Und es bringt mir aber gar nichts. Was muss hier sein? Ich habe ihn nicht zugehört. Something shiny. Oh, ein Brecheisen. Das hat da bestimmt reingepasst. Warte. Unterstützung von Mara. Mara kann mit R2 mit ihrem Brecheisen angreifen. Indem sie Gegner von hinten mit einem Brecheisen trifft, kann sie diese betäuben. Sie kann außerdem mit R2 einen Folgeangriff auf gefallene Gegner ausführen. The fuck? Oh. Ja, stimmt. Das war das Brecheisen. Ich habe gedacht, sie hat den Baseballschläger. Ja, ich spiele lieber als Claire. Wow. Da war ein Kind und in Resident Evil 7 haben wir gesehen, dass kleine Kinder nicht so. You saw that, right? Ja, das war ein kleines Mädchen. Du hast doch die Taschenlampe, du hättest es genauer sehen müssen, ganz ehrlich. Oh, warte, da ist was Shiniges. Warte, wird es dann klar gegeben? Ich weiß nicht, Moment. Nö. Das muss ich so machen, okay. Okay. Was war das? Hallo? Will hier jemand raus zum Spazieren gehen? What? Who the fuck is quoting poetry? Are you afraid? You can tell me. Talk to me. Er redet da. Those bracelets change color in response to fear. And who exactly are you? So much suffering. You don't even know what to be afraid of yet. Ich würde sagen. Ich würde sagen, das war's mit dem Part von Resident Evil Revelations 2. Im nächsten Part machen wir hier weiter im Frauengefängnis und ciao.